Wisst ihr eigentlich, was ein Haul-Video ist? Jetzt lernst du noch was dazu, passt's auf, das könnte mal später wichtig sein. Ein Haul-Video ist im Beauty-Blog-Bereich und wir sind ja auch irgendwie jetzt beim Beauty-Blog. Ach, scheiße, das habe ich. Ah, egal. Also ein Haul-Video ist jedenfalls, wenn irgendeine dunkelhaarige, braunäugige, Möchtegern-Schönheit in halborgasmischer Verzückung über ihre Drogerieeinkäufe zum Beispiel berichtet und ab und zu zufällig auch einmal den Namen ihres Kooperationspartners rausblubbert. Ja, das machen wir heute nicht. Blöd. Wir machen eher ein Heulvideo. Und zum Heulen ist mir es auch manchmal zumute. Ihr könnt jetzt sagen, von wem dieser Rauchmelder ist. Aber ist jetzt egal. Die Folge heißt Das Heulen im Walde. Daher, ja, das ist über drei Ecken. Das wird jetzt kompliziert. Also, dieser Rauchmelder. Ich habe mal gedacht, ich bin clever. Das passiert mir ab und zu und meistens ist dann die Realität eine andere. Ne? Scheiße. Also dieser Rauchmelder hier, den habe ich gekauft, persönlich, in dreifacher Ausfertigung. Das wird später nochmal wichtig sein. Das ist nur die Hälfte vom Rauchmelder. Gell? Ich hab das schon mal zerlegt, aber da müsst ihr bis zum Ende vom Video durchhalten, damit ihr seht, wie es von innen ausschaut. Also wie auch immer. Also dieser Rauchmelder in zehnfacher Ausführung mit 10 Jahre Lithium-Batterie, das war mir wichtig, weil nämlich der Kunde, also ich verwende jetzt das Synonym der Kunde für Bekannte, Verwandte, Freunde, wie auch immer, die mich ab und zu dann begeistern mit ihren technischen Problemchen. Also der Kunde will nicht wechseln und ich wollte auch nicht Down-Batterie wechseln. Deswegen haben wir gedacht, sei clever, nimm einen mit Lithium-Batterie, hält 10 Jahre. Und in 10 Jahren, oh mei, da denkt man dann schon irgendwann nochmal dran oder auch nicht. Aber immerhin, man hat 10 Jahre lang Ruhe. Was passierte nach 5 Jahren? Das kann ich anhand von meinen Amazon-Einkünften, anhand meiner Amazon-Einkäufe nachweisen. Nach 5 Jahren fängt der erste zu piepsen an. Und der zweite auch dann irgendwann einmal. Das ist erst einmal schon scheiße. Also exkrementaler Mist. Was mache ich? Kaufen wir halt nochmal 3 Lithium-Batterien. 9 Volt-Block, das kriegen wir hin. Ne? Ich bestell 3 Lithium-Batterien, schicke sie direkt an den Kunden. Kunde kann selbst wechseln. Kein Problem. Irgendwann der Anruf des entnervten Kunden. Das geht nicht. Hilfe, ich krieg's nicht eine. Ja, und dann irgendwann so, okay, beim nächsten Vor-Ort-Einsatz, der ist ja quasi turnusgemäß inzwischen bei dem ganzen technischen Zeigel, habe ich mal die ganze Sache mal angeschaut. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber warum ich jetzt so verzückt bin und warum das für mich eigentlich das Ganze ein Heulvideo ist, das erfahrt ihr jetzt gleich, nicht nach der Werbung, sondern nach dem Schnitt. So, was ist jetzt das Begeisternde an der ganzen Geschichte? Ja, oh, jetzt fliegt das schon mal alles auseinander. Erstens einmal, genau, das ist jetzt hier schaut ihr jetzt auf den Teil, den ihr natürlich an die Decke schraubt, also eigentlich ist das genauer der Teil. Und jetzt, Moment, wo sieht man es am besten? Genau. Und zwar das Ding hier, das ist geschlossen hier. Wenn keine Batterie ist und wenn eine Batterie drin ist, dann wird das nach unten gedrückt hier. Da ist noch eine Feder, das muss ich jetzt hier mit meinem Finger simulieren. Und erst dann kann man das Ding hier an die Decke schrauben. Ihr merkt, ups, es geht nicht, das ist toll. So. Ihr merkt, da gibt es noch ein paar andere Probleme. Jetzt rastet das hier ein. Klack. Also es rastet nur ein, wenn eine Batterie drin ist. Okay, ist jetzt nicht einmal die dämlichste Idee. Auf der anderen Seite überlege ich mir, welches Szenario will man hier abfangen. Also das Szenario, dass irgendein Vollpfosten das Ding ohne eingelegte Batterie an der Decke festmachen kann. Okay, da werden wir darauf zurückkommen. Weil also, das heißt, wenn das Ding an der Decke hängt, ist eine Batterie drin. Das heißt noch nicht, dass sie voll ist. So, was war jetzt passiert? Also erstmal, eine Batterie war natürlich drin, aber damit ist es nicht getan, denn ich habe das natürlich dann gemacht, ich habe eine Batterie reingemacht, la la la, alles toll, das Ding an die Decke gemacht und getestet, wie man das halt so macht, den Testknopf gedrückt und nichts passiert. Und dann habe ich ein bisschen weiter eruiert, ich erspare euch jetzt die langen Umwege, Wege. Und zwar, wenn man das Ding hier aufbastelt, jetzt schaut mal nicht nur hin, wo ich es euch noch nicht erlaubt habe, sondern folgt meinem Finger, hier ist nämlich ein Tasterli. Das habe ich natürlich vorbereitet. Hier ist ein Tasterli. Und dieser Tasterli, da kommt ja diese Wanddeckenbefestigung rein. Moment. Ich habe das noch nicht vorbereitet. So.
wenn in dieser Decken, wenn die fest Decken, da, la, 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 la. Wenn also diese Deckenbefestigung im Grundzustand ist, dann ist hier ein Nüpsi, das gegen diesen Taster drückt. Und wenn es gegen diesen Taster drückt, dann wird er eingeschaltet. Also, ich rekapituliere. Dieses geniale Gerät irgendwelcher Ingenieurskunst funktioniert erst, wenn dieser Nüpsi gegen diesen Taster drückt. Also, wenn das ganze Teil richtig gut mit der Decke verwurschtelt ist und eine Batterie eingelegt ist. Der fucking Unsinn an diesem ganzen Kack ist nur, dass mein Kunde in diesem ganzen Gefummel mit Batterie und so weiter diesen Nüpsi abgebrochen hat. Die Folge war, das Ding ging dann irgendwann an die Decke, das habe ich ja auch noch hingekriegt, es funktioniert aber nicht. Und jetzt diese gedankliche Glanzleistung, der Entwickler, der Kunde muss halt auf den Testknopf drücken, damit der Rauchmelder getestet wird. Ja, super scheiße, weil also ein Kunde, der vorher dran gedacht hat, dass das Ding nur fest an die Decke gewurschtelt sein kann, wenn die Batterie drin ist. Da könnte er auf die Idee kommen, dann brauche ich gar nicht mehr weiter prüfen, ist ja Batterie drin. Und ein Kunde, der weiß, dass er den Testknopf drücken muss, der wird auch merken, wenn keine Batterie drin ist. Also mir ist nicht klar, welche Fehler hier wirklich gegeneinander ausgespielt werden sollen. Weil wenn jemand weiß, dass er nach jedem Batteriewechsel den Testknopf drücken muss und gucken muss, ob das Ding piepst, dann bleiben diese beiden mechanischen und elektrischen Sicherheitsvorkehrungen sind völlig sinnfrei für jemanden, der einigermaßen so wenig Hirn amputiert ist und die Anleitung gelesen hat. Ich kapiere es nicht. In diesem konkreten Fall hat es jetzt dazu geführt, dass mindestens eine Stunde irgendwelche erwachsenen Menschen beschäftigt waren, diesen Scheiß zum Laufen zu kriegen und auf der anderen Seite eine ganze Weile lang ein unsicheres Gerät an der Decke hing, weil es einfach gar nichts getan hat. Ich möchte nicht sagen, dass diese Firma etwas dafür kann. Möglicherweise gibt es Normen im VDS und was weiß ich was, weil das Ding ist VDS zertifiziert, wenn ich mir jetzt nicht so arg täusche. Genau, VDS hier. Sollte diese Norm das fordern, ich habe das noch nie bei den Flamex, die ich sonst verbaue, gefunden, dann ist es ein riesen Bullshit, meiner Meinung nach. So, das war jetzt mein Aufreger hier. Und jetzt vielleicht zum unterhaltsamen Teil. La la la, nein, ich singe nicht, keine Angst. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier ist der Piezo. So, da ist der Piezo. Der ist, warum der so lustig angelaufen ist, ich weiß nicht, ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Hier sind die Kontakte, die nachher den Piezo kontaktieren, darum heißen sie Kontakte. Ich weiß, das ist der langweilige Teil. So, und dieses witzige Ding hier, das ist jetzt eigentlich die, ja, soll man sagen, die Rauchkammer oder wie auch immer. Ich schau mal, ob ich das noch ein bisschen größer kriege. So, dieses Teil hier, das dient dazu, die Rauchteilchen in der Luft festzustellen. Und ich finde jetzt den Aufbau wieder ganz interessant. Hier ist so eine Art, ja, Irrgarten. Das sind hier so V-förmige Nüpsis, die ineinander verwurstelt sind. Auf der einen Seite ist eine Photosendediode, auf der anderen Seite eine Empfangsdiode. Und wie schon Emil sagen würde, die berühren einander nicht. Da ist jetzt hier noch so ein kleines, ja, das ist so eine Abschirmwand, wie sie auf der Herrentoilette zwischen Pissoir und Waschbecken ist. Ich weiß gar nicht, wie mir immer die Assoziationen kommen. Also, das funktioniert so, dass hier so ein unlustiger Lichtstrahl jetzt zum Beispiel in diese Richtung hier ausgesendet wird, kurz so pluff. Und da hier alles schwarz ist da drin, wird der nur reflektiert in diese Richtung, wenn eben Staubteilchen in der Luft sind. Und durch diese Abschirmerei hier ist der Fehlalarm dann theoretisch ausgeschlossen. Der Gag ist, dass dieser Lichtstrahl natürlich nur ab und zu ausgesendet wird, deswegen ist der Energieverbrauch relativ gering. Und wichtig ist auch, und das ist immer so ein Problemchen bei den Dingen, dass hier keine Krabbelwesen hineinkrabbeln, weil sonst tun die das, was Krabbelwesen tun, die krabbeln. Und dann kann es sein, dass ihr dann irgendwann nachts um drei plötzlich senkrecht im Bett steht, wie es mir auch schon passiert ist, weil das Ding jetzt dann zum Tröten anfängt. Das ist relativ unlustig. Natürlich ist das Ganze nicht offen, sondern geschlossen. Das ist durch dieses professionelle Gedöns hier geschlossen. Und so sieht das ganze Ding dann aus, wenn man es zusammenbaut. Wie immer ihr das für euch löst. Rauchmelder sind ein steter Quell neuer Heulereien. Nachts und unter Tage. Vielleicht sehen wir uns wieder zum nächsten Heulen. Tschüss.